Hallo ihr Lieben und willkommen zu Kunst mit Simi. Ich bin Simi und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es ums Thema Tiere zeichnen nach Franz Marc. Und ich sage euch eins, Igel, Hund, Tausendfüßer oder Elefant. Egal für welches Tier ihr euch entscheidet, ihr habt die freie Wahl. Also holt euch Papier und Stifte und macht euch gemütlich und dann kann es losgehen. Vorstellen und der heißt Franz Marc. Hier unten seht ihr, da steht Marc. Marc war aber nicht sein Vorname, sondern es war sein Nachname, also der Herr Marc. Ne? So ähnlich könnt ihr euch vorstellen, das ist ein Foto und ihr seht, das ist noch ein Schwarz-Weiß-Foto. Er muss also schon vor längerer Zeit gelebt haben. Genauer gesagt ist er geboren vor ungefähr 140 Jahren. Aber seine Bilder, die sind nach wie vor bekannt überall auf der Welt und hängen in den großen Museen. Der Franz Marc ist ein deutscher Künstler und ganz bekannt ist er eigentlich geworden durch seine Pferdezeichnungen und Malereien. Und ich zeige euch hier mal seine Pferdezeichnung. Guckt euch die mal genau an. Na? Und vielleicht fällt euch auf, dass das Pferd blau ist und das Pferd auch ein bisschen anders aussieht wie ein echtes Pferd. Pferde hat er nicht nur in blau gemalt, er hat auch ganz andere Farben noch verwendet. Ich zeige euch noch mehr. Achtung, er hat auch rote Pferde, hier sieht er ein Pferd von hinten gemalt, oder auch gelbe Pferde. Ne? Franz Marc war mit einer der Begründer des Expressionismus und die Expressionisten, die haben festgestellt, wir müssen die Umwelt nicht genauso abzeichnen, wie sie ist, wir können selbst die Dinge verändern, wir können Farben und Formen verändern, weil wir sind frei. Wenn wir unsere Gefühle ausdrücken wollen mit unserer Kunst, dann ist alles erlaubt. Und es gab so eine Art Farbpsychologie. Das heißt, Farben haben eine Wirkung auf den Betrachter. Rot ist die Farbe der Kraft, Gelb ist die Farbe der Fröhlichkeit, Blau ist die Farbe der Ruhe. Und tatsächlich hat der Franz Marc das erkannt und hat seine Bilder einfach frei gestaltet, so wie es ihm gefällt. Jetzt möchte ich euch noch mal ein Bild zeigen, wie er ein klein wenig später gemalt hat, seine Pferde. Und dann ist dieses Bild vielleicht ganz interessant für euch. Das Bild heißt Träumendes Pferd. Und vielleicht bei diesem Bild stellt ihr fest, Mensch, also irgendwie kann man das Pferd viel, viel schlechter erkennen als vorher. Da sind so viele Linien, die gehen vom Pferd weg zum Rand des Bildes. Oder es sind noch andere Linien zwischendrin, dass man ganz genau hingucken muss, wo ist das Pferd denn eigentlich, ne? Und dann hat er natürlich das Ganze noch ein bisschen hochgepeitscht. Da hat er hier zum Beispiel ein Bild gemacht, wo ein Tier richtig versteckt ist. Vielleicht erkennt ihr, welches Tier da gemeint ist. Und ich weiß nicht genau, ob ihr auch Detektive cool findet. Detektive zum Beispiel, die verstecken ja Sachen. Detektive, die haben Geheimschriften, die sie entschlüsseln, ne? Oder sie tarnen sich, dass man nicht sofort erkennt, dass sie ein Detektiv sind. Also die machen das geheimnisvoll. Und so geheimnisvoll wollte es der Franz Marc auch machen. Ich gebe euch noch einen kleinen Einblick in sein Skizzenbuch. Ein Skizzenbuch ist ein Buch, was leere Seiten hat, die noch nicht bedruckt waren, die der Künstler dann selber mit seinen Zeichnungen füllen kann. Und wenn ihr das hier anguckt, ne, dann seht ihr, um dieses Pferd sind ganz viele Linien vom Pferd weg zum Rand. Ob das jetzt ein Lichtstrahl ist oder eine Landschaft dahinter, das kann dann der Betrachter selber entscheiden. Gut, und so wollen wir es jetzt auch machen. So, wir kommen jetzt zum nächsten Schritt und zwar zum Thema Vorzeichnung. Ihr nehmt wieder ein Papier eurer Wahl. Ich nehme ganz normales Druckerpapier. Das reicht vollkommen. Mehr braucht ihr wirklich nicht. Und ihr nehmt einfach einen Stift, vielleicht ein bisschen dunkleren Stift, nicht unbedingt helles Gelb, damit ihr die Striche nachher noch gut sehen könnt. Und wir gehen jetzt erstmal rein ins Thema Ideenfindung. Und wir machen uns selbst eine Skizze, was wir überhaupt vielleicht malen möchten oder auch nicht malen möchten. Ihr könnt einfach nur zugucken, ihr könnt auch ein bisschen mitmachen, so wie es für euch am schönsten ist, sage ich mal. Ihr könnt das Video auch anhalten, wenn ihr für was ein bisschen länger Zeit möchtet. Ich lege jetzt einfach mal los.
So, wenn ihr Tiere habt, die vier Beine haben, können wir eigentlich anfangen, damit ein liegendes Osterei zu machen. Seht ihr das? Also nicht ein Frühstücksei im Eierbecher, sondern ein liegendes Osterei. Und wenn ich jetzt mit dem Thema Pferd beginnen möchte, mache ich zwei Linien nach oben. Das ist der Hals. Bitte macht nicht nur eine Linie, so ein dünner Hals hat kein Pferd. Und noch ein Oval dazu, dann habt ihr auch den Kopf. Und natürlich kommen dann die Beine dazu, die sind ein bisschen krumm und unten die Hufen. Ihr wisst ja, die Pferde haben auch Kniegelenke. Und ich sage euch eins, je lustiger und verrückter euer Pferd aussieht, desto besser. Also macht euch keinen Stress, wenn eine Linie mal ein bisschen krummer wird, als sie eigentlich geplant war. Bitte guckt, dass ihr immer nur die Randlinien macht, also die Umrandungslinien, die Außenlinien, noch nicht innen ausmalen mit dem Stift. Ja? So, das wäre schon mal ein Pferdchen, aber es gibt ja noch viele andere Tiere, die man aus so einem liegenden Osterei machen kann. Macht ja noch einen runden Kreis dazu. Na, erratet ihr, welches Tier das ist? Das ist natürlich ein Schweinchen, ein Glücksschweinchen. Und was auch noch wichtig ist, wenn ihr die Augen macht, macht ihr am besten ein großes Osterei und dann innen rein einen kleinen Punkt. Das seht ihr auch bei mir in meinem Auge. In der Mitte ist so ein schwarzer Punkt. Damit kann ich sehen, das ist meine Pupille. So, und was gibt es noch für Tiere? Ich male euch noch mal eins vor. Liegendes Osterei ist wieder der Start. Lange, dünne Beine mit Hufen drunter. Na, habt ihr schon eine Idee? Und dann könnt ihr einen ganz langen Hals machen. Hups. Und hier ist noch so ein Horn dran. Na, kommt ihr schon drauf? Bestimmt. Ja. Das ist eine Giraffe. Und dann können wir natürlich noch weitermachen. Ja, warum nicht? Macht ihr hier oben eine Schnauze dran, Augen dran. Zacki, 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 zacki. Dann habt ihr auch schon ein Tier. Welches ist das? Richtig, ein Igel. Oder wir machen nochmal ein liegendes Osterei. Und dann wieder mit zwei Strichen runter hoch die Beine dran. Ein Köpfchen. Und dann habt ihr eine Katze. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn ihr da ganz, ganz unsicher seid und sagt, oh, das kann ich alles nicht, probiert es erstmal auf einem Blatt aus und ihr werdet vielleicht merken, dass ihr doch das ein oder andere Tier ganz gut hinkriegt. Das hier ist jetzt ein Tier, was sechs Beine hat. Ihr kennt es vielleicht auch. Das ist ein Marienkäfer oder ihr könnt natürlich auch sowas machen, dass ihr so eine lange Wurst macht mit ganz vielen Beinen drunter. Bitte nicht nur so die Beine, sonst könnt ihr nachher nicht ausmalen. Mit 1000 Beinen drunter, ja genau, das ist ein 1000-Füßer. Überlegt euch, was euch gefällt. Ihr könnt auch eine Schnecke machen, sowas ist natürlich auch möglich, ne? Oder ein Fisch, ne? Macht ihr einfach auch ein liegendes Osterei, piekst dem Osterei mit einem Dreieck in den Po. Und dann habt ihr ruckzuck einen kleinen Fisch. Das geht auch. Also guckt mal, mit was ihr euch wohlfühlt und pausiert das Video ruhig jetzt, damit ihr ein bisschen rumtricksen könnt. Okay, jetzt habt ihr vielleicht ein paar Zeichnungen gemacht. Ihr hattet ein bisschen Spaß. Vielleicht war es euch auch zu schwierig. Ihr habt nur eine Zeichnung gemacht. Das reicht auch. Und welche Idee soll ich nehmen? Ich weiß es jetzt auch nicht. Ich nehme jetzt einfach mal die Katze. Und ich mache jetzt erstmal hier ein großes liegendes Osterei. Bitte denkt dran, dass ihr es groß macht, nicht zu klein, nicht jetzt hier so klein, sonst habt ihr es nachher ganz schwierig mit dem Ausmalen. Also macht das Osterei mindestens so groß wie ein echtes Ei. Ja, mindestens. Vielleicht könnt ihr euch auch so die Hand so vorstellen als Faust, also mindestens so groß wie eure Faust, damit ihr es nachher auch schön ausmalen könnt. Dann macht ihr den Kopf dazu und die Augen und die Schnauze und die Ohren, ne? Meinte ich gerade schon. Dann kommen die Beine drunter, nicht nur mit einer Linie, sondern mit zwei, ne? Dass ihr nachher das ausmalen könnt. Und malt noch nichts aus. Und dann kommt noch der schöne, wuschelige Schwanz dazu. Fertig ist die Katze. Könnt noch Pupillen reinmalen, dass die was sehen kann. Okay, der nächste Schritt ist, ihr geht vom Rand des Tieres weg zum Rand des Papiers. Und zwar in fünf Richtungen. Eins, zwei, drei, vier. Und die Linien können auch geschwungen sein. Fünf, das reicht schon. Ihr könnt auch natürlich sechs machen oder sieben. Aber tut mir den Gefallen, macht die Linien nicht alle in eine Richtung, sonst habt ihr hier so ganz viele kleine Felder. Das wird nachher total schwer mit dem Ausmalen. Sondern macht die Linien wirklich nach rechts, nach links, nach oben und nach unten. Ja? Und in der Katze selber könnt ihr auch fünf, sechs Linien machen.
Also vom Rand der Katze zum Rand der Katze. 1, 2, 3, 4. Vielleicht ist hier noch eine Linie. 5 oder auch im Ohr. Je nachdem, wie ihr möchtet. Und damit tarnt ihr die Katze nachher ein bisschen. Von der Katze, ne? Wenn der Hund kommt, dann könnt ihr sich gut verstecken. Das wäre die Vorzeichnung. Dann kommen wir zum Einfärben. Und ich möchte euch heute das mal zeigen, dass es wirklich mit verschiedenen Materialien möglich ist. Nicht nur hier mit diesen Farben, obwohl das natürlich wirklich meine Lieblingsfarben sind. Es reichen einfache Holzstifte. Und ihr könnt, wie beim Gitarrespielen, das anmalen. Also so, nicht so, irgendwie so, so kreuz und quer, sondern immer so von oben nach unten ein bisschen Gitarre spielen. Und dann nehmt ihr immer zwei Farben. Bei den Holzstiften, sage ich mal, da können eigentlich alle Farben so nebeneinander verwendet werden. Ihr könnt da auch Wachsstifte benutzen, wenn euer Bild groß genug sind. Es gibt auch dünne Wachsstifte. Ich weiß nicht, was ihr zu Hause habt. Was natürlich richtig schön ist, sind die Pastellkreiden. Damit könnt ihr auch also ein bisschen Gitarre spielen, ne? Und dann mit einer Freundin, also Gelb und Rot sind eng befreundet, direkt daneben eine Linie machen, und Orange ist auch eng befreundet mit Gelb und Rot, kommt auch dazu. Und wenn ihr dann die Fingerspitze nehmt und das so ein bisschen verreibt, dann seht ihr, da entstehen ganz tolle Farbübergänge. Die mögen sich. Wenn die sich treffen, ist einfach immer gute Laune angesagt. Ihr könnt natürlich auch mit eurem Finger einen Teil hier weitermalen, einfach ein bisschen Farbstaub abnehmen, und dann habt ihr so einen durchsichtigen Auftrag. Gelb, Rot, Pink und Orange sind gute Freunde, aber natürlich hat auch Blau Freunde. Blau hat zum Beispiel Grün als super Freund. Wenn die sich treffen auf dem kleinen Feld, auf dem Schulhof, immer gute Laune, ne? Schwierig ist es mit Pink und Grün. Gibt es immer nur Stress. Oder mit Gelb und Lila oder mit Orange und Blau. Also es gibt so Farben, die mögen sich. Ihr könnt das Ganze fixieren mit Haarspray, ganz normalem Haarspray. Ihr braucht da nichts extra kaufen. Ne? Ich wurde auch gefragt, funktioniert das auch mit Wasserfarben? Simi, geht das wirklich? Und ich kann euch sagen, ja, es funktioniert. Also fangt am besten mit der hellsten Farbe an. Das ist in meinem Fall Gelb. Und überlegt, Mensch, wen mag Gelb? Dann nehmen wir einfach ein bisschen Pink dazu. Ne? Dann wascht ihr es wieder aus und guckt dann mal, ob vielleicht ein Feld noch lila wird. Ne? Und guckt mal, welche Farbe gut zu Blau passt. Ne? Das ist zum Beispiel lila oder pinkrot. Und versucht auch die Felder so ein bisschen danach zu bemalen, welche Farben gut harmonieren. Also zu Blau nehmt ihr bitte zum Beispiel kein Orange. Sonst habt ihr nachher so richtige harte Farbmixturen, die dann wirklich so sehr ins Bräunliche gehen. Ne? Nehmt ihr vielleicht lieber Pink zu Blau, und ihr könnt natürlich das Ganze auch mit Deckweiß auffrischen. Das sieht besonders schön aus. Ich nehme jetzt hier mein großes Deckweiß. Ich weiß, davon habe ich als Kind geträumt. Das war irgendwie immer leer, mein Deckweiß. Aber ihr könnt einfach auch in Deckweiß gehen und so ganz strahlende, helle Farben machen. Weiß ist übrigens die Freundin von allen Farben. Ich sag mal, Weiß ist so wie Weiß macht alle Farben froh. Ne? Und dann könnt ihr ein bisschen gucken, welches Feld ihr als nächstes macht. Und ich mache das jetzt hier auch mal ganz in Ruhe. Auch wenn ihr nicht so schnell seid wie ihr, dann stoppt das Video und macht das so für euch, ne? Wie ihr, wie es für euch in eurer Zeit das Richtige ist. Weil ich male jetzt hier tatsächlich so ein bisschen zackig, weil ich es ja auch nur erklären will und euch zeigen will, wie es geht. Na, und sucht euch immer so zwei Farben, die sich verstehen, für ein Feld aus. Ja? Zu dem Pink würde ich jetzt kein Grün empfehlen, sondern da ist das Blau richtig schön. Und ein Weiß natürlich ist auch immer schön. Und wenn ihr sagt, ach, jetzt will ich aber auch mal was Grünes,
dann macht ruhig was Grünes. Ne? Aber zu dem Grün macht er bitte kein Rot, sondern macht er vielleicht Gelb dazu oder auch Blau nochmal. Blau und Grün verstehen sich auch gut. Wenn die Farben so ineinander laufen, ist es toll. Und ihr dürft natürlich auch lasierenden Farbauftrag machen. Das muss nicht so ordentlich sein. Ne? Wenn man da den Pinselduktus noch sieht, dann ist das nichts Schlechtes, sondern im Gegenteil, ich finde das ziemlich cool. Und ja, wir machen keinen Wandanstrich, sage ich ganz oft zu den Kindern. Wir sind keine Malermeister. So ein Malermeister, der muss gucken, dass es ganz ebenmäßig ist und ja, irgendwie kein Pinsel durchscheint. Wir sind Künstler, bei uns ist der Pinselstrich erlaubt, sogar erwünscht. Und wenn ihr sagt, ich will mal ein Feld nur mit einer Farbe anmalen, dann geht das genauso klar. Ne? Also nehmt euch so ein bisschen den Druck raus, dass ihr das jetzt so ganz ordentlich machen müsst. Wenn ihr darauf Lust habt, dann macht ihr das. Und wenn ihr darauf keine Lust habt, dann macht das ein bisschen wilder. Wichtig ist mir nur eins, ihr macht immer ein Feld zu Ende. Das heißt, ihr hüpft jetzt nicht mit dem Pinsel hier einfach nur wild rum, sondern ihr lasst euch ein bisschen Zeit, ihr taucht ein bisschen ein in die Farbe, ihr guckt, welche Farben gut zusammenpassen. Wenn es doch mal passiert, dass so eine braune Brühe rauskommt, dann wascht ihr einfach den Pinsel aus und merkt, ach, nehme ich lieber doch eine andere Farbe. Das könnt ihr. Ne? So ein bisschen braun ist ja auch nicht so schlimm. Dann passiert es halt mal. Ist doch nicht der Weltuntergang. So. Und ihr seht mit der Verwässerung, wenn es einen Aquarelleffekt gibt, finde ich auch richtig hübsch. Es muss nicht so viel gerührt werden. Dann ist Wasser manchmal auch ziemlich cool. Wenn ihr so mit Wasser drauf gibt, dann verrührt sich das Ganze so. Und hier läuft sogar über das Feld drüber. Das macht auch nichts aus. Ich arbeite jetzt hier gerade in der Schräglage. Ist überhaupt nicht schlimm. Und ihr guckt einfach auch, welche Farben euch gefallen. Ich mag Lila zum Beispiel auch. Jetzt mache ich mal ein neues Feld hier auf. Und guck mal, was dann passiert mit Pink, Lila, Pink. Die zwei mögen sich. Blau gehört da auch dazu in die Reihe. Und viel, viel Wasser gehört dazu. Und ihr könnt auch mal wieder nur mit Wasser malen. Ne? Oder nur mit Deckweiß malen. Da seid ihr frei, wie ihr das handhaben möchtet. Fakt ist, dass ihr ein buntes Bild bekommt, was ein bisschen aussieht, nur als würde die Katze gerade so im Regenbogenland leben. Könnte ja auch sein, ne? Eine kleine Fantasiekatze. Und ihr merkt, jetzt kommen wir zum Gesicht, da wird es schon ein bisschen schwierig. Malt ruhig über die Barthaare und so Kleinigkeiten drüber. Das ist nicht schlimm, das holen wir später wieder raus. Ihr habt bestimmt einen Filzstift für die ganz kleinen Sachen in Schwarz oder einen schwarzen Bleistift zum Beispiel oder einen Holzstift. Mit dem ist das ruckzuck dann wieder tippitoppi. Ja? Wichtig ist mir nur, wie beim letzten Projekt auch, dass ihr bitte keine weißen Stellen lasst, zumindest keine größere. Okay, dann kommen wir zum nächsten Punkt und zwar zur Farbe Schwarz. Ihr nehmt schön viel Schwarz und dann würde ich euch empfehlen, das Bild tatsächlich erst richtig trocknen zu lassen. Gerade wenn es sehr nasse Stellen jetzt auf dem Bild gibt, dann habt ihr nachher vielleicht ein Problem, dass ihr dass die Farbe so verschmilzt. Wisst ihr, was ich meine? Dass sich dann so Farbpfützen bilden, so schwarze. Ich selber finde das jetzt nicht schlimm und ich mache jetzt einfach weiter, so wie ich es geplant habe. Aber wenn ihr jetzt sagt, oh, das Bild ist so nass jetzt gerade, Simi, dann legt ihr das Bild kurz weg und lasst es ein bisschen antrocknen. Wenn ihr gar keine Zeit habt und unbedingt weitermachen möchtet, könnt ihr es auch vorsichtig mit einem Stück Taschentuch abtupfen. Und dann auch mit den schwarzen Linien beginnen. Achtung, zu den schwarzen Linien ist zu sagen, wenn ihr den Pinsel so liegend hinhaltet, dann gibt es ganz dicke Linien. Und dann sagen viele, das will ich aber gar nicht. Deswegen gebe ich euch den Tipp, nehmt den Pinsel richtig aufrecht auf dem Papier. Also lasst ihn nicht schlafen hier im Bettchen, sondern der muss aufstehen. Und nur dann malt er auch so dünn. Und ihr müsst gucken, dass ausreichend Wasser auf dem Pinsel ist, aber gleichzeitig auch nicht zu viel. Ihr müsst auch ordentlich rühren, wenn ihr jetzt tatsächlich die Wasserfarben benutzt, damit der Pinsel überhaupt so diese Deckkraft entwickelt. Da müsst ihr die Farbe so richtig voll machen. Ja? Und die ganzen Linien werden nachgezogen, also nicht nur die von eurem Kätzchen, sondern auch die Linien, die ihr praktisch so neben
oder durch die Katze gemacht habt. Seht ihr das? Und ich sag mal, bei dem Katzengesicht, wenn die Linien zu fein sind, dann bitte ich euch, macht das jetzt erstmal nicht. Lasst das erstmal weg. Ja, das könnt ihr später noch machen. Guckt, bei mir ist jetzt auch so eine Linie ein bisschen verflogen. Das macht nichts aus. Na, könnt ihr hier. Da. Ja. Ich mache mal hier das Schnäuzchen. Und die Augen. Ja, die Augen ist echt auch nicht so einfach. Also wenn da irgendwie ein bisschen was Feines ist, was ihr euch nicht traut, mit dem Pinsel zu machen. Oder wenn ihr auch merkt, mit dem Pinsel komme ich nicht so ganz klar, dann wechselt einfach. Nehmt einen dunklen Filzstift oder einen dunklen Holzstift. Das ist alles erlaubt. Und dann ist eure Katze schon fast fertig. Guckt, dass ihr keine Linie vergesst. Ne? Und ihr seht, die Katze ist so richtig eingebettet in die Landschaft, hat sich ein bisschen getarnt, ist nicht auf den ersten Blick gleich zu entdecken. Und ihr könnt dann natürlich auch noch weitermachen, wenn ihr habt, ein bisschen Glitzer drauf. Glitzer bitte festmachen mit Klebe, sonst hält es nicht. Ne? Und fragt bei solchen Glitzer bitte vorher die Mama, damit ihr kein Glitzerchaos anrichtet in eurem Wohnzimmer. Ja? Und ihr könnt auch Alufolie draufsetzen. Also ich sage, was ihr da an Edelstein, Krimskrams und Glitzer noch oben aufsetzen möchtet, macht es einfach. So, meine Lieben, ich hoffe, dass euch der Kunstkurs Spaß gemacht hat, dass ihr eine schöne Zeit hattet. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Und ich bitte euch, schreibt mir einen Kommentar, lasst mich wissen, wie es euch ergangen ist. Ich werde wieder auf meinem Instagram-Profil die Ergebnisse teilen. Das war letztes Mal schon ganz toll. Und auf YouTube habe ich jetzt auch einen Kanal, der heißt auch wie ich. Vielleicht könnt ihr mich finden. Ja, bitte teilt dieses Video wieder mit allen, die euch lieb sind, allen Freunden, allen Bekannten. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich bin dabei, neue Videos zu machen. Danke, dass ihr dabei wart. Tschüss, eure Cindy.